Ficken, guten Morgen. Oh ja, so schön die Morgen. Ja, moin. Ich bin's, Greg. Wie geht's dir? Mein Carpador sieht toll aus. Ich wünschte, ich könnte es dir zeigen. Oh yeah, ich hab's geschafft, ein starkes Pummelluft zu besiegen. Ich muss mein Team verstärken. Bis später. Yo, bis dann, Greg. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zurück zu Pokémon Gold. Ihr seht, ich nehme gerade morgens auf. Es ist, schauen wir doch mal auf den Pokécom, es ist Sonntag, 8.39 Uhr. Mensch, das ist ja akkurat wie sonst was. Liegt wohl daran, dass es eine Realtime-Clock in diesem Emulator gibt, der das immer anpasst an die tatsächliche Uhrzeit. Und wir wollen heute mal am frühen Morgen, Morgenstund hat er bekanntlich Gold im Mund, in den Einheitstunnel gehen. Sollen wir da noch lange fackeln? Ich würde mal sagen, nicht. Wer ist denn an der Spitze in unserem Team? Ach, der Kuni, der kann das ruhig machen, das ist kein Thema. Also, dann würde ich sagen, Morning has broken. Gucken wir mal, was hier ist. Oh Gott, ich bin so gespannt, Leute, ich bin so gespannt. Was kommt hier auf uns zu? Wow! Ein Kickli, moin, da rein kann sich Kunibert theoretisch entwickeln. Wird zwar niemals geschehen, weil ich, oder werde ich zumindest versuchen zu verhindern, weil ich lieber ein anderes Pokémon möchte, in das sich Kunibert entwickelt. Aber, ja. Also, fangen kann man es trotzdem mal. Hatte Matty, glaube ich, damals in seinem... Was ist eigentlich Meditation? Achso, das ist ein Angriffssteiger. Der Matty hatte damals in seinem Pokémon Blau Let's Play auch ein Kickli trainiert und das Thrombose genannt. Das war nicht schlecht, aber ich werde auf jeden Fall kein Kickli ins Team nehmen. Ich werde es höchstens jetzt mal so fangen und mitnehmen, einfach um es dann halt gefangen zu haben. Für die Vollständigkeit des Pokédex und solche Späße, könnt ihr euch denken, ne? Kneppoknowskis. Arsch. Och Mann, jetzt muss ich das auch noch wieder richtig schwächen. Wieso kriege ich nicht mal was mit einer gescheiten Fangrate? Irgendwie ist alles scheiße. Mein bester Freund heißt Edward Snowden. Moin. Oh, ich frage mich, ob Kickli so einen großen Zamperoni hat. Ja, das war's. Okay, kann man nichts gegen machen. Ist leider Ende. Oh, ich will, dass Kunibert endlich eine neue Attacke erlernt. Ich habe mal, ich habe nicht auf Pokébee geguckt, sondern in die Kommentare und da hat mir jemand geschrieben, bevor Kunibert entwickelt ist und Level 25 erreicht, tut sich da gar nichts. Ja, schöne Scheiße. Das heißt, jetzt wird's noch ein richtiges Ausdauerspiel mit Kuni. Oh Mann. Boah, hat eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet, hier auf jemanden zu treffen. Hast du nicht? Tja, warum stehst du denn die ganze Zeit blöd rum? Keine Ahnung. Und was hast du? Wer bist du? Du bist Wanderer Karel. Und Wanderer Karel schickt Janma in den Kampf. Das ist schon mal was, was man nicht alle Tage sieht, muss man sagen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Schauen wir mal, dass wir das kaputt kriegen. Ich trinke sogar mal noch einen Schluck aus meinem Schwarztee. Ja, wisst ihr, morgens ist das sowas, wenn man am Nachmittag davor noch... Das hält ja richtig viel aus, das ist ja richtig sief hier, das muss ich mit Karlsberg machen. Wenn man am Nachmittag des Vortages noch schön Kaffee getrunken hat, aber dann zu faul war, die Kaffeekanne zu spülen, und dann am nächsten Morgen aufwacht und denkt, oh Gott, schnell, irgendwie Koffein, Hauptsache Koffein, alles andere ist mir gerade egal, dann... Ist das der einzige Grund oder einer der wenigen Gründe, warum ich morgens Tee trinke? Wobei am Wochenende, und das ist ja gerade Sonntag, generell ganz gerne, aber nur weil ich da sowieso schon ein bisschen ausgeschlafen bin. Kaffee hat ja schon eine deutlich hier anregendere Wirkung als Tee, muss man sagen. Also zumindest bei mir, keine Ahnung warum. Aber ich mag Tee lieber als Kaffee vom Geschmacklichen her. Und deswegen gibt's bei mir jetzt gerade einen schönen Tee, aber nur weil ich eben zu faul war, die Kaffeekanne zu spülen. Kuni erreicht Level 13, wird wieder keine Attacke erlernen, grauenvoll. Na Karel, bist du platt? Oh, du hast es mir gegeben. Ja, Fegen hat's dir gegeben. Tach. Ich wurde genötigt, eine Fleckmon-Route zu kaufen. Mir tut das arme Pokémon leid. Du bist ja lieb. Ficken findet Trank. Und das Schöne ist ja, dass die Fleckmon-Routen alle von den Fleckmons aus dem Fleckmon-Brunnen abgeschnitten werden. Zumindest im Originalspiel. Aber es gibt hier gar keine Fleckmons im Fleckmon-Brunnen, nehme ich zumindest mal an. Wäre sehr großer Zufall. Und jetzt kommt hier ein Duflor. Das fange ich ganz sicher. Vielleicht sogar mit der Absicht, es langfristig zu trainieren, weil Pflanzen-Pokémon sind immer cool. Und Duflor habe ich auch, glaube ich, so schon eine ganze Weile nicht mehr trainiert. Weiß ich gerade nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Das könnte man dann ja sogar zu Bluebella entwickeln. Das habe ich noch nie trainiert. Weiß gar nicht mehr, wie ging das. Geht es mit dem Sonnenstein? Muss man das tauschen? Ich weiß es nicht. Ist auch eigentlich egal, ob man es tauschen muss oder sonst wie, weil wenn man es tauschen müsste, könnte ich es trotzdem im Stein entwickeln. Das habe ich umgestellt, dass ich, falls ich hier wirklich nur auf Pokémon getroffen wäre, die man per Tausch entwickeln könnte, dass ich das trotzdem entwickeln kann. Also, entweder werden die dann per Level entwickelt, solche Pokémon wie Alpollo oder Kadabra,
würden sich per Level abentwickeln und solche Pokémon wie Onix würden sich dann mit einem Stein entwickeln. Der Pokémon-Kenner erkennt natürlich sofort den Unterschied. Der Unterschied ist nämlich der, dass man für Onix und andere Pokémon, also Onix und Konsorten quasi, dass man da ein Item noch braucht, um die zu entwickeln normalerweise. Das heißt, man gibt den Pokémon ein Item, einen Gegenstand, tauscht sie dann rüber zu einem Knepoknowske und dann entwickeln die sich. Und das ist jetzt in diesem Fall nicht gegeben, weil ich ja keine Knepoknowskes jetzt simulieren kann. Also eine Gummipuppe hilft da auch nicht viel. Und dann muss ich das halt auf diese Weise machen. Natürlich bleibt Duflor nicht im Beutel, sondern tötet lieber Kunibert und heilt sich selber noch ein bisschen. Das kennen wir ja, solche fimschigen Methoden sind da ja ganz beliebt bei dem Viech, aber macht nichts. Ich bin jetzt ein bisschen besorgt, dass Duflor eventuell das Zubat sein könnte, aus Pokémon Gold jetzt für den Rest des Spiels. Das würde mich natürlich ein wenig, sehr, sehr, sehr viel nerven. Denn Duflor ist ja schon ein bisschen ein lästiges Vieh, ne? Muss man ganz klar sagen. Vielleicht ist es auch Kikli, das wäre cooler. Das gibt Erfahrung und kann man ganz gut weghauen später. Aber Duflor habe ich keine Lust, dass es das Zubat ist. So, Duflor ist gefangen, kriegt einen neuen Eintrag im Pokédex. Duflor ist Unkraut, muss weg. Und 0,8 Meter... Was ist das für ein riesiges Unkraut und wiegt 8,6 Kilo? Obwohl, 0,8 Meter... Da gibt es ja auch diese Herkules-Stauden, die sind auch ziemlich groß. Na, was wie Speichel aussieht, ist eigentlich Honig. Ja, Honig vor allem, ne? Es ist zähflüssig und klebrig, wenn man ihn berührt. Know that feel. Bukake ist weiblich. Ach du Scheiße. Jetzt ist die auch noch weiblich. Und wenn man sie berührt, ist sie zähflüssig und klebrig. Und da kommt so eine weiße Soße aus dem Mund. Das wird schon wieder hier niveaumäßig unfart, der in die unterste Schublade geht. Jetzt müssen wir uns nur noch ein schönes, eine schöne Darstellerin suchen. Nennen wir sie doch, hier, Sasha. Sasha Gray. Oder, nee, warte mal. Hier, noch besser. Das ist die Capris, ja. Das habe ich im Internet gelesen, irgendwo auf Wikipedia. Dass das eine Darstellerin von Erwachsenenfilmen ist. Weil ich gucke sowas ja nicht. Naja, nee, die Capris, die kennt man eventuell auch sonst. Achso, der ist ja schon tot, das Vieh muss man ja gar nicht mehr entgiften. Auch von 4chan. Capris und Sasha Gray waren so... Zumindest vor ein paar Monaten, jetzt nicht mehr. Jetzt weiß ich gar nicht, wer da gerade aktuell gehypt ist. Ach, und Taubauer gibt's auch noch. Das könnte natürlich auch das Zubat sein. Keine Ahnung. Die Vermutung hatte ich ja schon ein bisschen im letzten Part geäußert. Das werde ich aber jetzt nicht verhauen. Nee, also vor ein paar Monaten waren da mal Capris und Sasha Gray ziemlich gehypt. Keine Ahnung, wer da jetzt aktiv ist. Aber, ja, ist ja auch egal. Ich hätte auch wieder deine Mutter bringen können, das passt irgendwie viel zu oft momentan, das ist ein bisschen traurig, aber das wäre ja unkreativ, ne? Oh Gott, aber wenn sich das zu einem wunderschönen Bluebella entwickelt, dann heißt das Capris, das ist ja auch unpassend. Oh Mann. Naja, ich würde trotzdem mal Capris erstmal mitnehmen, so ein Pflanzen-Pokémon dabei zu haben, kann nicht schaden. Aber trainieren tun wir die alle Darstellerin dann erst einmal nicht. Die können wir eher so mal ein bisschen als DVD mitnehmen, ne? Capris. Was legen wir denn ab dafür? Müssen wir mal schauen. Merkel. Bloß nicht mehr die Merkel mitnehmen, die ist ganz, ganz schlimm dabei. die ist ja auch unhaltbar als Politikerin, ja? Mal was Politisches sagen, ich mag die nicht. Ich mag natürlich sie deshalb nicht, weil ihre Politik scheiße ist. Gegen sie persönlich habe ich erstmal nichts. Das muss man natürlich auch sagen, weil sie persönlich kann der liebste und beste Mensch sein. Aber wenn ich merke, es geht um die Politik, du, dann hasse ich die richtig. Schon wieder ein Tauboga. Ich glaube, Tauboga ist super. Das ist eine sehr, sehr komfortable Lösung, finde ich. Ist nur doof, wenn ich Queenbear trainieren will, aber da kann man dann nichts machen. Aber Tauboga ist ein Pokémon, da kann man wunderbar gegen trainieren. Das hat nichts Unfaireres als Zubat, weil es ja auch Flugattacken haben beide, aber Tauboga fehlt das Mittel zur Verwirrung und natürlich auch hier, obwohl, hatte Zubat auch Giftstachel oder Gift, irgendwelche Vergiftungen? Nee, aber auf jeden Fall eben Konfustrahl und das war schon schlimm genug. Oder war es Superschall? Ist ja auch egal. Du bist auf dem Weg nach Azalea City, nicht wahr? Und lass meine Pokémon entscheiden, ob du eines Kampfes würdig bist. Yo, bin, tach.
Was wollte ich sagen gerade? Hier, die Merkel. Ja, wenn sie ihre Politik so durchziehen will, ist das ja ihre Sache. Ich finde es Blödsinn und nicht gut und habe sie auch nicht gewählt, kann ich ja offen sagen. Aber ich will hier auch keine politische Diskussion anfangen. So sieht's aus. So, jetzt kämpfen wir gegen Wanderer Burkhardt, der mit einem Remoraid ankommt. Das ist auch so ein Vieh, das ich noch nie trainiert habe. Wenn man es mal irgendwo fangen kann, wäre lustig. Aber jetzt tackeln wir das erstmal schön weg. Ach so, ich habe ja im letzten Part auch noch eine Angel bekommen oder sogar im vorletzten. Ich müsste ja eigentlich auch noch angeln. Oh, dieser Sam, der hat auch einen Erdinger. Das ist so schlimm. Wieso hat einen Erdinger? Mein ehemaliger, also mein immer noch Rivale hat einen Erdinger und ich habe keinen Erdinger. Ich habe einen Karlsberg. Ist auch nicht schlecht, aber ein Erdinger, hallo, ein Original Erdinger. Das ist natürlich Weltklasse. Das ist unglaublich. Das ist höher als hoch. Das schmeckt. Kannst du trinken. Kannst du dir ordentlich einen wegleeren mit. Schön die Hefeteilchen reinschwenken, wie Atze Schröder sagen würde. Und mit Karlsberg, ich weiß nicht, das ist einfach nicht so meins. Das ist eher, so ein Festivalbierchen. Naja. Evoli hat er auch noch. Mensch, der Burkhardt, der ist ja richtig dabei. Der hat richtig coole Pokémon. Den würde ich eigentlich gerne in meine Telefonliste hinzufügen. Aber ich glaube, der will uns nicht anrufen. Der Burkhardt, der ist so ein bisschen eigenbrötlerisch unterwegs. Nicht so wie der Greg, der hat da nicht so ein Mitteilungsbedürfnis. Nee. Der möchte unbedingt alleine in seiner Höhle stehen. Drache, der in der Höhle haust. War eine Yu-Gi-Oh-Karte. Hat nichts damit zu tun, wollte ich aber mal erwähnen, weil ich den Namen damals immer ulkig fand. Drache, der in der Höhle haust. Für jeden Magic-Spieler dreht sich da der Magen um. Wobei es auch bei Magic in der deutschen Übersetzung einige ultralustige Namen gab. Da gab es zum Beispiel die Samenschaukelhexe. Ja, möchte ich nur mal erwähnen. So, Kunibert ist damit auch durchgepeitscht. Oh, oh, oh. Ja, so ein Orgasmus hatte ich noch nie. Okay, ich habe mich entschieden. Ich gehe erst, wenn meine Pokémon stärker sind. So lange bleibst du jetzt hier stehen. Du wirst auch keine Kämpfe machen. Einfach nur, stehen bleiben. Naja. Okay, dann würde ich mal sagen, wir angeln jetzt mal eine Schnecke-Runde. Eine Schnieke-Runde wird jetzt geangelt. Achso, können wir mal die Superreste, genau, nee, die Überreste von Karlsberg wegnehmen und die Kunibert in den Magen stopfen. Ich weiß, der soll trainieren, der sollte eigentlich sehr proteinhaltige Sachen essen, aber ich glaube, so ein abgenagtes und halb verfaultes Hähnchen, das hat auch noch irgendwo hier, wie soll man sagen, Proteine drinne. Kann man schon sich vorstellen. So, was angeln wir denn jetzt Schönes? Nicht mal angeknabbert, der Kneppo. Das ist kein Knabberkneppo, das ist ein Kneppo-Knabberknopfske. Das ist ja schlimm. Nicht mal angeknabbert. Nicht mal angeknabbert. Ja. Manche von euch kennen das Gefühl vielleicht, wenn sie ihre Route rausholen und keiner knabbert dran. Das ist ein Scheißgefühl. war wieder ein Duflor. Also Duflor scheint auch nicht ganz so selten hier unterwegs zu sein. Könnte durchaus sein, dass Duflor das Zubat ist oder das Kleinstein. Man weiß es nicht so genau. Aber ist ja auch egal. Ich meine, wir nehmen es, wie es kommt. Ich mag es, gegen beide eigentlich zu kämpfen. Ist gar nicht so unangenehm. Das einzige Nervige ist halt Duflors Giftpuder. Aber da kann man jetzt gerade leider nichts gegen tun. Aber solange das Vieh nur Lockduft einsetzt, ist mir das sowas von Wumpe. Das stört mich dann nicht im Geringsten. Denn ich will ja nicht weg. Ich will ja trainieren. Ich will ja kämpfen. Oder was macht Lockduft? Lockduft sorgt zum einen dafür, dass einen mehr Pokémon im hohen Gras anspringen. Das ist mir sowas von Wumpe, wenn es das im Kampf macht. Und es sorgt, glaube ich, dafür, dass es besser trifft. Und trotzdem trifft es nicht mit Giftpuder. Das ist ja lustig. Wie kann man so mit so einem Puder daneben werfen? Da steckt jetzt seine Hand in seine Poperze, nimmt da so eine ganze Schüssel voll Puder raus, schmeißt die auf Kunibert, aber trifft 3 Meter daneben. Das ist doch irgendwie, ne, komisch. Seltsam, deine Art. Warte mal. Ich glaube, in diesem Baum war damals was. Nicht? Schade. Hatte ich jetzt gedacht. Das sah auch schon so prädestiniert dafür aus. Aber offenbar ist das falsch. So, ich würde sagen, wir angeln jetzt mal hier auf dem Steg. Ich finde, der sieht aus wie so eine Ziegelsteinmauer und weniger wie ein Steg, aber kann man nichts machen. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter im Einheitstunnel. Dann wird er auch nicht die ganze Zeit umgedreht. Hier. Oh Gott. Hol da seine Rute raus. Hat was angebissen. Fängt da richtig an zu vibrieren. Kriegt ein Ausrufezeichen über den Kopf. Rallys wissen, was das bedeutet. Und was ist das wilde Wow, ein Janma. Moin, Janma. Schniekes Vieh, muss man definitiv sagen. Aber es hat leider in diesem Spiel, glaube ich, noch nicht seine Entwicklungsform Jan Mega. Ist schade, oder? Oder doch? Gut, das könnte ich ja mal nachschauen, ob sich Jan mal entwickelt.
Ich schaue das jetzt, glaube ich, nach dem Part mal nach. Ihr müsst mir auch nicht in den Kommentare schreiben, höchstens falls andere Leute daran interessiert sind. Und wenn sich's entwickelt, dann wird Janma, denke ich, im Team aufgenommen. Ist nämlich cool. Also vorausgesetzt, ich fange das jetzt natürlich, aber das würde ich gerne. Das weiß ich jedenfalls, dass Janma auch immer so ein Pokémon war. Das war nicht so häufig, das konnte man nicht unbedingt trainieren, weil da musste man für angerufen werden. Dann hat einem nämlich einer gesagt, hey, moin, Janma taucht gerade ganz viel auf dieser Route auf und dann musstest du da ganz schnell hin und dann hast du es gekriegt. Sonst, während des normalen Spielverlaufs, in normalen Verhältnissen, natürlich niemals, ne, war ein bisschen doof gelöst in diesem Spiel. Viele Pokémon, die ganz cool waren, hat man erst ganz zum Schluss oder gar nicht bekommen. Das finde ich relativ schwach, muss ich sagen. Zum Beispiel Hundemon auch. Das ist eins der coolsten Pokémon überhaupt, die es in dieser Generation neu dazugebracht hat. Kriegt man aber so ungefähr auf Route 1000. Also beziehungsweise, nee, auf Route 10 oder 5 oder was. Also die früheren, die kleineren Nummern von Routen, die kriegt man ja ganz zum Schluss erst. Das sind ja noch die aus Kanto, während die späteren, die 30er Routen und 40er, die sind hier in der Johto-Region, in der das Spiel hier jetzt hauptsächlich spielt, und da sind wir ja jetzt auch. Wir sind ja jetzt auf Route 32 oder 33. Also ist schon... Ach du... Muss ich schon wieder hier anfangen, Safe Starte. Hier, Road State 1, damit ich das auf jeden Fall jetzt fange. Ich will jetzt nicht wieder meine ganzen Bälle verschwenden. Das ist das Einzige, was ein bisschen lästig ist. Die Fangquote hätten sie ruhig bei den Pokémon lassen können, die hier ursprünglich aufgetaucht sind. Aber ich glaube, da gibt es noch keine Option für im Randomizer. Hätte ich mir den Safestick gerade sparen können. Moin. Janma wurde gefangen. Ein weibliches Janma. Ist wichtig. Janma ist eine Libelle. You don't say. 1,2 Meter groß. Also wenn so ein Vieh mir entgegenkommen würde. Ich glaube, ich würde einen Herzkasper bekommen. 38 Kilo schwer und schlägt es schnell mit den Flügeln. Erzeugt es Schockwellen, durch die sogar Fenster zerbersten. Das ist ein Test. Das Vieh ist ein einsarmiger Phon. Mit seinen Schockwellen. Beziehungsweise mit seinen Wellen, die Fenster zerbersten. Megafon kann natürlich mitkommen, ist kein Thema. Ich würde sagen, ich schaue jetzt einfach mal nach. Ich meine, wenn sich Janma zu Jan Mega entwickelt, passt der Name Megafon natürlich noch viel besser dazu, das ist klar. Ich gehe jetzt noch einmal durchheilen und gucke mir das an. Und wenn es sich entwickelt, dann nehme ich es auf jeden Fall im nächsten Part auch mal ein bisschen mit zum Training. Und wenn nicht, gucke ich mal, was ich mache. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es dann endgültig weiter im Einheitstunnel. Dann wird ja auch nicht die ganze Zeit nochmal die Kurve gekratzt und nochmal umgedreht. Das ist ja auch irgendwo feige. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Wenn euch das Video gefallen hat, freut mich natürlich immer sehr über eine Bewertung oder einen Kommentar. Macht's dann mal gut und bis zum nächsten Mal. Euer Scully, der Rallye.